Willkommen, willkommen. Zurück hier bei Cruel World versus Alan Quake bei Call of Duty World at War. Alan ist hier in der Haus beim Herz der Deutschen und wir haben noch Was? den haben wir noch hier. Den Kryo. Genau. Und was macht der? Der hilft uns, endlich diesen verfick schönen Reichstag zu besetzen. Ja, und der Kryo achtet auch gerade drauf auf seinen Punktestand. Der ist nämlich wesentlich höher wie der von Alan Quake. Ja, das liegt wahrscheinlich daran, dass Alan Quakes Freundin gerade gespielt hat in der letzten Mission. Und du hast nur Jo. moderiert, oder was? Ich habe nur vom Schlafzimmer aus Kommandos gegeben, genau. Gut, also, dann können wir losmachen, oder? Jawohl. Das ist geil. Wenn Sie ein Koop-Spiel hosten, können Sie die Spielregeln anpassen. Ist nicht wahr? Also, wir bewegen uns jetzt auf den Reichstag zu. Da war ich gestern erst wieder am Reichstag. Musste dort meinen Wahlzettel abgeben. Ja, meine Meinung ist halt Und gefragt. hast dort mal einen schönen Sprossensalat gegessen. Ja, in der Kantine gab es Sprossensalat und auf der Toilette gab es Kokainreste. Was denn hier überhaupt los? Wir sind am 30. April. Das ist im Prinzip Walpurgisnacht. Wie findest du die Grafik? Die ist hier. Das ist geil. Du musst mal gucken. Da steht Stündlich Hotel. Heute heißt das Aero Center. Früher Stündlich hieß das Hotel. Stündlich Ja, Hotel. stimmt. Also ich glaube, wir müssen die Flagge hissen. Stoßen Sie Hast zu du Ihrem wieder Trupp. Was? Balalaika? Ja, hab ich schon immer. Na, diese Balalaika hier, diese P31 oder was das ist. Nee, ich habe momentan die Trompete. Ah, Trompeter, nicht Hackepeter, das ist auch gut. Nein, ich weiß nicht, was du meinst mit Balalaika. Na, das ist diese. Oh. Die, was so schnell schießt, oder was? Ja, die kleine mit diesem runden Ja, Magazin. die hab ich. Hier habe ich einen Deutschen gefunden, der liegt hier rum und da steht Verräter in das Deutsche, in das Mutterland. Verräter in das Mutterland. Da hat jemand falsch übersetzt. Aber vielleicht hieß das früher so. Gut, Krüger, wo bist du? Ja, ich stoße vor. Du stößt vor, du bist ein Stoßer. Okay. Was denn jetzt? Oh, Zu Slammschluss da Glück. sind schon welche. Und da ist auch wieder ein stündliches Hotel. Ach, der hängt da am Baum und ich balle alles drauf und wundere mich, warum er nicht umkippt. Nee, jetzt sind wir wieder die Russen, da gibt es niemanden, der an den Bäumen hängt. Ja, da hängt doch einer am Baum. Hängt noch einer am Baum. Die armen Deutschen, oder was? Ich muss erst mal gucken, wo du Ich bist, glaube, ich bin damit ich hier. weiß, wo ich dich. Ach, du stehst genau neben mir. Damit ich weiß, wen ich heilen muss. Ja, komm, nimm das. Also mein Sound ist jetzt wieder richtig laut. Und bei dir? Ja, so wie vorhin. Das war ja vorhin schon gut, ne? Vielleicht liegt das auch direkt an meinem Rechner oder so. Das kann natürlich sein. Und die Mucke. Jawohl, Hard Die Rock Mucke. hier. Das ist Rockmucke, oder? Hast Ja, du das auch? ja. Wie bist du da hochgekommen? Ich bin da nicht hochgekommen. Du wolltest. Ja. Oh, Resnov. Oh, da stehen sie alle hier und ich gucke mir gemütlich die Ja. Aussicht an. Ja. Und du machst wieder die ganzen Kills hier. Das kannst du Nein, ich vergessen. So, ihr Säcke, kommt hier! Boah, ich brauch nach. Tu du mal schneller nachladen, Junge. Ja, genau, das Nachladen ist das, was beschissen ist. Ich war in einem Quake-Clan, das merkt man hier. Ne? Ah, da wird nicht nachgeladen. Was denn jetzt? Was denn jetzt? Chat? Wow, geil. Hier, zack. Oh, das war ein Durchs Kollege, aber Fenster. egal. Oh, scheiße, den habe ich auch abgeschossen. Geh doch mal weg hier. Hast eine schöne Schapka auf. Schapka ist Russisch für Mütze. Und dann heißt das Schapka-Glatzke, Schapka-Glatzke. Glatze. Master Reichstag.
Ich war aber am Freitag im legendären Kikeriki-Theater. Stimmt, hab ich gehört. Und wie war das? Das war super. Sehr lustig. Was, wer kam? Wie, wer kam da? Wir haben da ein Theater mit Puppen aufgeführt, aber für Erwachsene halt. Was hier so, dieser Marik oder was? Nein, nein. Das Kikeriki-Theater, die machen das selber immer. Was sollen wir denn hier machen? Einfach vorstürmen, oder? Jawohl. Krieg ist kein Ponyhof. Ich weiß doch nicht, da sind überall diese Sterne. Ah ja, stimmt. Ah, die Sterne habe ich gar nicht gesehen. Warum sind das so viele? Das heißt hier, guck mal. Achtung, ich habe schon eine Sprengladung gelegt. Das sind die, die Artillerie, hast du gesehen? Ja. Dann mach du das hier links. Ich halte den Rücken frei. Jawohl, Chef. Mist, ich habe wenig Munition. Ah, das ist gut. Das Gewehr ist gut. Oh, das ist gut. Nee, das ist scheiße. Das ist gut. Nee, ich hab dieses Bum Bum Bum. Oh, oh, oh. Wie siehst denn du aus? Bleib wie ein Milchbubi siehst bleib du liegen. Aus. Ja? Wie ein Milchbubi. Na, schönen Dank. Oh, Alter, das ist eine Action hier. Das ist der Wahnsinn. Ich brauche mal eine gescheite Waffe. Ja. Ich habe jetzt diese. Oh, hier gibt's einen Panzerschreck. Das heißt nichts Gutes. Achtung! Jetzt. Wie findest du? Ey, also die Atmosphäre ist doch der Hammer. Das ist geil, oder? Ja. Er ist auch schön gemacht halt hier mit der Grafik und so. Also. Oh, was habe ich denn jetzt für eine Waffe? Die ist ja geil. Hier. Sprengladung legen. Hab ich. Jetzt müssen wir auf die rechte Seite. Du musst mich erstmal wiederbeleben. Oh, ist platt? Ja, warte, warte, warte. Müsste laufen. Müsste laufen. Läuft. Läuft. Thanks. Ah, du verziehst ein bisschen die Waffe hier, aber so schlecht ist sie gar nicht. Okay, weiter geht's. Ich muss dich doch mal wieder übertrumpfen. Ja, da bin ich ein bisschen am Losen jetzt hier momentan in der Mission. Ah, komm, 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 stirb. Ja. Bist du schon wieder am Boden? Nee, noch nicht. Aber gleich. Ah, das ist nicht gut. Nicht gut. Du rumst es aus allen Ecken. Stirb, du Sack. Okay, aktualisiert. Aua. Oh, du stirbst? Ich bin. Warte, ich muss den erst kurz und dann kann ich dir helfen. So, ich bin wieder da. Thanks. Okay. Guck mal da oben. Da hängt einer und da auch. Oh. Granate? Granate? Ich habe nur 36 Schuss. Wie viel hast 139. Du? Was schleichst du hier rum? Du kannst dich doch nicht einfach verpissen. Du bist so ein krank zu Hause Typ, stimmt's? Ja. Beim Hund. War ich auch in der Grundausbildung. Schön KZH. Hm? Ja, hab ich mir gedacht. Jungs, Jungs, Jungs. Ihr wollt das aber wissen hier. Sie schießen also auf mich hier. Oh. Hier. MP44. Was Besseres gibt es gar nicht. Das ist richtig geil. Also mit der Waffe haben sich die Deutschen richtig Gefallen getan, wenn sie in die Hände des Gegners gekommen sind. Hm. Oh.
sind auch so viele hier. Musik im Hintergrund? Nee. Nur ganz leise. Ach, wo kommen denn die alle her? Das ist doch nicht normal, oder? Ich habe eine Herausforderung geschafft. Ja, du bist ganz oft gerade gestorben. Eben. Nee. Goldener Gott. Nee, wirklich. Warte, ja, du musst auch, glaube ich, die Leute da wegräumen erstmal. Nee. Müssen wir nicht. Das passt. Alter, was ist denn hier los? Wo kommen denn die alle her? Oh. Da ist eine Säule umgefallen. Jetzt haben wir es geschafft. Ich glaube, jetzt haben wir es geschafft. Kommunisten, oh Scheiße. Schon wieder tot. Ja, der Typ hat mich mit seinem Flammenwerfer. Ja, dich aber auch. Ja. Jetzt können wir alles nochmal spielen. Super. Nee, doch nicht. Nee. Nur die letzten 50 Meter. Granate, hier, komm. Nimm. Oh, Mann. Also ich komme mir vor wie wirklich im Krieg, oder? Also ich bin froh, dass wir nicht dabei waren. Nee, also ja, bin ich auch froh. Also lustig ist was anderes. Oh, du Arschloch. Scheiße. Das liegt doch noch vor mir. Kannst du mir helfen? Ja. Ist nur gerade schlecht. Ja, ich weiß, ich schlag genau in der Mitte, ja. Ne? Jetzt müssen wir aufpassen. Boah, das wäre mir beinahe auf den Kopf gefallen, ey. Obwohl, das SMG, das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Was ist denn jetzt passiert? Ach, Scheiße. Hast du schon wieder an derselben Stelle? Leid. Ich schlag auch gerade am Boden und deswegen konntest du mich nicht mehr heilen und dann war die Mission gescheitert. Das ist ein Flammenwerfer, da müssen wir aufpassen. Weißt du, was ich meine? Ja. Ein paar Granaten. Haha, du hast dich hingelegt. Das ist ja clever. Ist da noch einer hier? Oh, ich bin aber nachher aufs Ergebnis gespannt. Ja. Auch? Wobei ich mir jetzt nicht so gut vorkomme. Oh, ich bin schon wieder am Toten. Ich glaube, das ist geskriptet, oder? Das kann doch nicht wahr sein. Mann. Hey, an jeder Ecke rumst das hier. Stell dir mal vor, du wärst damals wirklich Russe gewesen, der da versucht hätte, Berlin zu stürmen. Mhm. Ich meine, das machst du doch nicht einfach mal so nebenbei, oder? Ja. Mein Opa war Fallschirmspringer im Zweiten Weltkrieg. Aber nicht auf Seiten der Russen. Nee, er war Franzose, stimmt's? Hab ich mir gedacht. Achtung, jetzt müssen wir aufpassen auf den Flammenwerfer. Sag mal, warum krieg ich denn das immer ab? Der steht doch einen Kilometer weg. Ah, oh, ich hab den voll hinten reingedonnert. Ja, du musst mich wieder Spritze geben. Danke. Spritze. Check. Ich glaube, die Fahne, die musst du nehmen. Die Fahne nehmen wir wohl gar nicht mit, der Fahne? Ja, die wollen wir... Ach! So, jetzt bin ich aber mal gespannt. Jetzt bin ich aber mal was gespannt. Was der Frag-O-Meter zeigt.
Ja, genau, der Quakeometer. Ja, der zeigt ja, ganz eindeutig. Ja, gut, ich habe ja nicht gespielt, ich habe nur moderiert, das war meine Frau. Welche? Kommt, das Level war gar nicht verkehrt, war aber ganz schön schwierig, oder? Mal gucken, mal 23.000 zu 7.000. Naja, Granaten machen echt eine Menge aus. Ja. Ich find's geil. Ja gut, die Runde fand ich jetzt nicht so geil, aber vielleicht wird's ja mit der nächsten schon was. Das ist übrigens dann die letzte Runde, die letzte Mission der Koop-Mission, dann haben wir alle durch. Mhm. Also bis dahin, macht's gut. Macht's gut, tschüss.